Es gab eine Kundgebung, die vorletzte, die wir gemacht haben, das war am 14. Februar, Valentinstag in Lübeck. Eigentlich ein Anlass, um ja, in Freundlichkeit miteinander umzugehen. Wir haben gleich von vornherein gesagt, wir wollen keine Eskalation mit aggressiven Gegendemonstranten, obwohl Lübeck ja bekannt ist als Zentrum auch von Linksextremisten. Und dann kam die Kripo zu uns und hat alle unsere Plakate einzeln durchgeguckt, und zwar mit der Lupe. Also wir haben ja ungefähr 50 Plakate. Da haben sie sich dann alles ganz genau angesehen, wirklich ein Plakat nach dem anderen. Ja. Und ganz lang drauf geschaut. Ja. Und unsere Plakate sind seit Jahren im Einsatz. In München haben wir die schon vor 3 Jahren angefangen einzusetzen. Und da ist ja auch die Kripo immer ganz genau hinterher. Und wir hatten auch schon vor 10 Jahren die ersten Diskussionen wegen Plakaten, auf denen wir die Verbindung vom Nazi-Islam-Pakt gezeigt haben. Und das sind ja alles geschichtliche Fotos. Aber da ist eben wichtig bei öffentlichen Kundgebungen immer schön durchzuixen. Ja, wenn irgendwie Nazi-Repräsentanten da zu sehen sind oder irgendwelche verfassungsfeindlichen Symbole. Auch wenn jetzt die Plakate negativen Kontext sind, es wurde dann immer so argumentiert, ja, es könnten ja jetzt Ausländer vorbeigehen und die können es vielleicht nicht sofort erkennen, was der Kontext ist, und da muss es also eindeutig zu sehen sein. Ne? Und bei uns ist ja also seit Jahren ist es ja klar, was unsere Richtung ist, dass wir also gegen jede totalitäre Ideologie hier aufklären und insbesondere eben den politischen Islam, und dass wir auch vor dem Nationalsozialismus warnen, der ja auch bekanntermaßen damals mit dem politischen Islam einen Pakt eingegangen ist. Und nachdem die Phalanx der grün-linken Gut-Besser-Menschen ja immer gerne ihre Aktionen unter dem Motto "Wir sind mehr" laufen lässt, ja, in der Annahme, wenn man jetzt vielleicht bei einem kostenlosen Konzert in Chemnitz beispielsweise 60.000 Zuschauer da anlockt, ne, weil es natürlich umsonst Musik zu sehen gibt, gell, dann glauben sie, dass sie mehr sind, dass sie dann auch im Recht sind, als wenn sich also allein aufgrund der Masse jetzt sozusagen da auch dann die Berechtigung herleitet, dass man auf der richtigen Seite ist. Und wegen diesen Leuten haben wir das Plakat "Wir sind mehr, wir sind weniger" gestaltet. Ne? Also da ist ganz klar zu sehen die weiße Rose unten, ja, die Geschwister Scholl, und dazu die Schrift "Wir sind weniger" und darüber "Wir sind mehr". Ja, das ist so ein Auflauf von Nationalsozialisten und ihren Anhängern. Das war, glaube ich, so ein Erntedankfest, wo also auch der Hitler zu sehen ist. Und man sieht also auf diesem Plakat, das ist jetzt natürlich ein bisschen kleiner, aber wenn das groß ist auf A0, dann ist es ja 2 Meter groß, dann sieht man, dass da also 9 rote Xe auf diesem Plakat drauf sind. Also der Hitler ist oben an der Uniformmütze durchgeixt und auch der Kopf ist durchgeixt und auch die ganzen SS-Leute da sind durchgeixt, mitsamt der verfassungsfeindlichen Symbole, die sie auf ihren SS-Uniformen haben. Und eindeutig negativer Kontext, eindeutig negativ gegenüber dem Nationalsozialismus, eindeutig die Positionierung, dass die weiße Rose im Recht ist, ja? Auch aus heutiger Sicht gesehen, die waren im Recht, auch wenn sie wenige waren. Ne? Die Massen sind also den Nazis hinterhergelaufen, weil sie klar von der Propaganda indoktriniert waren. Und und dann müsst ihr euch mal vorstellen, dann kam also dann die Kripo und hat gesagt, aber hier, das sind emporgereckte Arme, das ist der Hitlergruß und da ist nichts durchgeixt. Das muss man mal vorstellen. Ja. Und dann haben sie das Plakat eingezogen und haben gesagt, es wird ermittelt wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Symbole. Ne? Also da kann man jetzt mal rein grundsätzlich auch schon mal dann drum streiten, ob das jetzt wirklich der Hitlergruß ist oder ob die jetzt einfach ihrem Heils
Bringer da jetzt den Arm entgegenrecken, um ihm nahe zu sein. Ne? Also viele Frauen haben ja auch die Arme ausgereckt, um von ihm berührt zu werden. Ja, das war ja auch dieser Wunsch, dem Erlöser sozusagen nahe zu sein. Und das wäre schon mal das Erste, wo man darüber diskutieren könnte. Zweitens, die sind da also so auch teilweise verdeckt. Also im Prinzip so ein Arm ist ja der Unterarm zu sehen. Und das ist eindeutig eine Frau, die also wirklich sozusagen sich ihm entgegenreckt. Und ich habe eigentlich gedacht, na gut, die wollen das jetzt da einziehen, das Ding, um einfach zu zeigen, wir sind hier die Chefs und ihr seid hier in Lübeck. Übrigens eine von einem SPD-Oberbürgermeister geleitete, geführte Stadt. Ist schon ganz klar, dass wir da drangsaliert werden sollten. Ne? Und der Kripo-Beamte, das ist auch ganz interessant, der hat dann im späteren Verlauf der Kundgebung, hat er uns gebeten, dass also die Polizeieinsatzleitung es doch gerne hätte, dass wir also einige unserer ja, klaren islamkritischen Plakate nicht zeigen, weil zu dem Zeitpunkt, also nach 2-3 Stunden, sind also da einige Moslems ein bisschen ausgerastet und das drohte ein bisschen hochzukochen. Und dann habe ich zu dem Kripo-Beamten gesagt, ja, Sie sind lustig, ja, Sie wollen uns jetzt um etwas bitten und vor 3 Stunden waren sie da und haben uns das Plakat hier einkassiert wegen angeblicher Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Ja. Und dann hat er mir gesagt, der Kripo-Beamte, ja, das war nicht auf meinen Mist gewachsen, das war eine Anweisung von oben. Ne? Also da kann man sich jetzt dann aussuchen, ob das jetzt der Polizeieinsatzleiter war, der das angewiesen hat oder ob das vom Polizeipräsidenten kam oder vom Oberbürgermeister oder vom Innenminister, wie auch immer. Gell? Also wir sollten da auf jeden Fall gepiesackt werden. Ne? Und ja, und ich habe dann dem Kripo-Beamten dann auch gesagt, also wissen Sie was, normalerweise, wir sind immer kooperationsbereit, gell? Mit uns kann man immer reden, ne? Aber das ist ein Quid pro Quo, ne? Gleiches für Gleiches. Ne? Also wenn ihr uns gegenüber fair seid, dann sind wir auch kooperationsbereit, überhaupt kein Thema. Aber ihr habt uns hier mit dem Einziehen von dem Plakat richtig geärgert. Ja? So, und dann haben wir auch dann gesagt, ja, wir zeigen weiter unsere Plakate. Gell? Und wenn da irgendwelche Moslems ausrasten, ist es deren Problem und es ist die Aufgabe der Polizei, die jetzt also dann unter Kontrolle zu bringen. Ne? Ganz einfach, so sind die Spielregeln. Und naja, und ich habe mir gedacht, das könnte eigentlich das Ding relativ schnell eingestellt werden, dass wir dann also eine Mitteilung bekommen, da wird es gar nicht groß ermittelt, weil die Sache ist klar. Ne? Das ist nicht die Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Das ist ganz klar negativer Kontext. Es ist alles schon hier durchgeext. Ja? Und da die teilweise verdeckten Ärmchen da, das ist nicht etwas, was hier sozusagen als verfassungsfeindliches Kennzeichen gezeichnet wird, sondern eindeutig negativ Kontext. Ne? Und darüber hinaus die Frage, ob da überhaupt nicht jetzt das sozusagen sehnsüchtig emporgereckte Arme dem Führer entgegen sind. Ne? Aber ich habe jetzt einen Anhörungsbogen von der Kripo bekommen. Ne? Also ich werde jetzt natürlich dazu Stellung nehmen. Das heißt, das Verfahren läuft und es kann natürlich sein, dass ich da mal wieder vor Gericht gezerrt werde. Ne? Also das hat man schon oft genug gehabt. Wir haben ja damals, das ging ja schon 2011 los, haben wir mal ein Plakat gezeigt, mit einem Zitat von Himmler, der Islam ist unserer Weltanschauung sehr ähnlich, da haben wir den Himmler gezeigt und da wurde man ja auch in ein Verfahren dann reingezogen, was 5 Instanzen dann gegangen ist über Jahre hinweg und letzten Endes war es schon ein Freispruch, aber ihr könnt euch vorstellen, ja, 5 Instanzen, das waren einige Jahre Gerichtsprozesse, das ist alles mit ja, Geldeinsatz, mit Zeit und Mühe verbunden. Ne? Also das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig das Ganze. Und naja, und das könnte jetzt wieder sein, dass wir da jetzt wieder vor Gericht gezerrt werden, aber ich werde natürlich ausführlich da Stellung beziehen. Also ganz klar, unsere Kundgebungen sind seit Jahren bekannt als Kundgebungen der wiedergegründeten Weißen Rose. Wir haben ja bekanntlich am 7. Juli 2012 zusammen mit Susanne Zeller-Hirzel die Weiße Rose wieder gegründet, zusammen mit Vorstandsmitgliedern der Bürgerbewegung Pax Europa. Ganz klar, Wiedergründung der Weißen Rose, um gegen jede totalitäre Ideologie vorzugehen. Ne? Und wir zeigen auch ganz klar,
wer unsere patriotischen Vorbilder sind. Ein Klaus Graf von Stauffenberg, der damals unter Einsatz seines Lebens versucht hatte, den Diktator zu beseitigen und damit die Diktatur zu beseitigen. Sophie Scholl als zentrale Person der Weißen Rose und ein Robert Blum von der Demokratiebewegung von 1848, der auch sein Leben gegeben hat für den Kampf für die Demokratie in Deutschland. Wir haben auch bei unseren Kundgebungen den Nazi-Islam-Pakt auch immer wieder, den wir aufzeigen. Auch da ist ganz klar Negativdarstellung, ja, Nazis und der politische Islam. Und das ist ganz wichtig, immer wieder das aufzuzeigen, wie die damals sich gegenseitig bestätigt haben, wie ähnlich sich ihre Ideologien sind, Nationalsozialisten und Vertreter des politischen Islams. Wir klären auf gegen jede totalitäre Ideologie, gegen jeden Faschismus, den wir in der Vergangenheit hatten und auch heute noch haben, den Nationalsozialismus, den Kommunismus und den politischen Islam, den islamischen Faschismus. Ne? Und das ist ganz wichtig, denn diese extremistischen Ideologien, die gibt es heute auch noch,